Hallo, hier der Xaver mit der vierten Folge von Half-Life Blue Shift. Ich habe mal so eben mir so gedacht, so, ja, okay, ich bleib mal lieber im Menü, weil das wieder so extrem laut ist. Ja, wir wollen jetzt eigentlich im Prinzip dort unten durch, aber dazu müssen wir jetzt erstmal noch was machen. Oh, und zwar schieben wir das hier runter. Das ist auch so. Und hier hoch. Mann, diese Zivis werden langsam lästig. Yo, warum müssen wir eigentlich die Drecksarbeit machen? Wir müssen die blöden Jobs erledigen, weil Shepards Team es nicht geschafft hat. Okay, bringen wir es hinter uns. Okay, wir lassen. Achso, das hat man gar nicht gesehen, wie wir unterschmeißen. Ja. Aber ich bin aus der Reichweite. Captain Freight. Ich bin aus der Reichweite gegangen, damit sie uns nicht angreifen. Das wäre halt auch einfach nur sinnlos verschwendet. Ich glaube, das. Ja. Hier ist gar nichts. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier weiter hoch. Ich bleib erstmal dabei. Ich speichere mal ab. Okay. Das müssen wir jetzt mal ganz schnell hinrennen. Naja, hat doch noch irgendwie geklappt. Wir hätten es einfach haben können. Egal, egal, dann ist das halt so. Okay, den machen wir wieder ein bisschen drin. Und wir haben schon Munition für eine Waffe bekommen, die wir erst noch bekommen. Und wir haben immer noch 144 Schuss. Pff. Hier durch. Ah, hier. Ah. Jetzt kriegen wir gleich unseren Revolver. Sehr schön. Und wir sind wieder voll besetzt. Oh. Wie? Kann nicht sein. Was kann ich sagen? Das war noch nicht das Maximum. Das machen wir gleich. Ich spreche mal kurz ab. Nein, 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 nein. Das war sowas von klar. So. Ansonsten wären wir hier nicht durchgekommen. Und jetzt einfach nur hier runter. Ich glaube, das war nicht besonders gesund. So, schon allein bei den Viechern benutze ich dann doch lieber die Pistole. Immer diese Musikwechsel. Ah.
hier muss man jetzt nur einfach am Rand bleiben, damit man nicht getroffen wird von dem Dampf. Dem heißen. Nicht, dass das eine gesunde Sache ist. Anscheinend doch. Okay. Wow. Das ist ja... Das wird in dem echt übertrieben. Mit der Munition vorher. Ich hab die echt alle getroffen. Ist doch krass. Okay. Man soll sich ja nicht beschweren, wenn es so gut läuft. Ah, ich weiß ganz genau, dass der hier nice ist. Mhm. Okay. Hier brauchen wir das jetzt nicht. Okay, schauen wir mal. Ey, bisher ist das ganz gechillt alles. Ich muss wirklich runter mit dem Müll schießen. Ja. Vor allem, wir kriegen die Viecher mit einer Pistole klein. Das ist schon... Oh, warte mal. Eigentlich habe ich es noch fast gezielt, aber... Kommst du näher? Ja, wahrscheinlich von hier oben. Okay. Läuft zu. Gut. Aber jetzt. Meine Fresse. Ich will mal ein bisschen die Waffen durchgehen. Ich sie am besten überhaupt nicht benutze. Wäre dann auch schade. Okay. Da war der Hauptweg. Nicht hier. Also doch da. Okay, ich kann mich erinnern, dass da sehr viele Headcrabs waren. Lass mal schauen. Ah, da ist der nächste. So, und hier hinter, seht ihr, ist auch nochmal Leben mit Falz. Aber wir kommen momentan so gut durch, ist das. Also es ist definitiv klar, ich werde es dann nochmal im höchsten Schwierigkeitsgrad machen. Und ich habe festgestellt, ich habe ja vorhin noch gar nicht getrunken.
Habe ich jetzt einfach mal nachgeholt. Okay, hier brauche ich das eh nicht. Das brauche ich nicht. Das ist ein kurzer Schritt. Los, 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 los. Chillt im mittleren Modus. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich das dann nochmal irgendwann wiederholen muss. Vollkommen übertrieben. So, wir brauchen jetzt die Kisten, weil wir wollen hier hoch. Das ist unser Ziel. Und da brauchen wir das wieder wie vorhin, wo wir an diese eine Leiter ran wollten, ganz am Anfang, machen wir einfach wieder eine Treppe. Dann ist das. Okay, das sollte schon reichen. Da wären wir auch schon. 3, 2. Es wird noch ein paar schwere Stellen. Schwerere Stellen geben. Aber bin ich jedenfalls gespannt, wie ich da so dann durchkommen werde. Aber Spaß. Aber momentan komme ich ja wirklich sehr gut durch. Dann ist nichts weiter. Aber warte mal. Einmal mal anders. Ja, das wusste ich nämlich noch. Okay. Ja. Wir kommen ja nicht nochmal zurück. Daher. Okay, ich höre schon wieder Headcrabs. Sieh du halt diese Scheißviecher. Muss ich hin. Ich gehe erstmal runter. Okay, hier haben wir dann nochmal Zeug. Will ich aber nochmal nicht holen. Denn ich weiß, jetzt wird es tatsächlich mal ein bisschen schwieriger. Doof herum. Boah, hier weiß ich, da habe ich bei der letzten Aufnahme noch richtig Probleme gehabt. Ich gehe jetzt erstmal runter und hol Zeug. Okay, also hier habe ich dann theoretisch dann nochmal Emery. Emery? Ja doch. Mal schauen, wie das jetzt so läuft. Ich hab schon davon wieder. Ich muss das wirklich nochmal schwer machen. Oh, jetzt haben wir die nächste coole Waffe. Und das ist meines Erachtens die gleiche Munition wie mit der Pistole. Deswegen werden wir jetzt von der Pistole ein bisschen mehr absehen. Weil, ja, wie gesagt, die gleiche Munition wird geteilt. Und der hat es leider hinter sich. Danke für Ihre Hilfe. Aber ich fürchte, dass diese Bastarde schon ganze Arbeit geleistet haben. Wenn Sie glauben, dass Sie vom Frachtlager aus entkommen können, vergessen Sie es besser. Das Militär schnappt sich alles, was sich bewegt und bringt es entweder gleich um oder nach oben zum Verhör. So viel zum Thema Rettung. Ein Kollege und ich hatten unseren eigenen Fluchtplan und waren schon unterwegs zu den alten Prototyplaboren, als Sie uns geschnappt haben. Hören Sie, wenn Sie hier lebend herauskommen wollen, kann Ihnen nur noch mein Freund helfen. Ich habe ihn zuletzt gesehen, als ihn die Soldaten zur Oberfläche gebracht haben. Immerhin war er da noch am Leben. Er ist der Einzige, der das notwendige Wissen hat, damit unser Plan funktionieren kann.
Wenn Sie es an den Soldaten vorbeischaffen, suchen Sie Dr. Rosenberg. Mit ihm zusammen haben Sie eine Chance, aus diesem Schlamassel herauszukommen. Gut, das merken wir uns. Aber erst für die nächste Folge. Dies war's von der vierten Folge von Blutschrift. Wir sind schon viel zu weit gekommen. Also hier muss ich jetzt mal ganz kurz schon sagen, obwohl, ich kann das einfach mal in der nächsten Folge. Ich sag das in der nächsten Folge. Dies war es jetzt erstmal von der vierten Folge von. Was? Von der vierten? Ja, von Blue Shift. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Daxeva. Bis dann.